Stell dir vor, es ist Wahl, einer gewinnt und am Ende ändert sich gar nichts. Es wird so weitergemacht wie bisher. Die Parteien, die verloren haben, bleiben weiter an der Macht. Das ist Berlin, kann man sagen. Genau das zeichnet sich in der Hauptstadt ab. Das konservative Spektrum wird quasi ausgeblendet. Wenn man CDU und alle konservativen Parteien, auch die, die in den sogenannten Übrigen enthalten sind, kommt man vielleicht auf fast 50%. Aber das spielt in der Hauptstadt keine Rolle. Rot-Rot-Grün will so weitermachen wie bisher. Und das bedeutet, dass die desaströse Wirtschaftspolitik in Berlin weiter unbeirrt fortgeführt wird. Also sowas habe ich selbst noch nicht erlebt. Eigentlich müsste man ja sagen, die Partei, die die meisten Stimmen bekommt, in diesem Fall die CDU, hat ja tatsächlich auch einen Regierungsauftrag. Aber darum scheinen sich SPD, Grüne und vor allen Dingen auch die Linken nicht zu interessieren. Das ignorieren sie einfach. Das ist gelebte Demokratie pur. So stellt man sich wahrscheinlich ja, das Machtverhalten vor, wenn die Demokratie wahrscheinlich ganz abgeschafft wird. Einfach so weitermachen wie bisher. 40 Millionen hat die Wahl gekostet. 40 Millionen Euro. Das muss natürlich der Steuerzahler bezahlen. Und für die Tatsache, dass sich danach nichts verändert hat, obwohl sich was verändern müsste, ist das ja ganz schön viel Geld. Also hätte man sich die Wahl eigentlich auch sparen können. Ich finde es schon unglaublich perfide, wie die Verlierer dieser Wahl ihren Machtanspruch weiter zementieren. Man kann praktisch sagen, wir haben es jetzt hier in Berlin neben Klimaklebern auch mit sogenannten Machtklebern zu tun. Sie wollen einfach nicht weg von den Trögen der Macht, haben sie auch schöne Privilegien und schieben vor irgendwelche Gründe. Ja, so sagte Jarac heute, also die Grünen, ja, das hätte ja so gut funktioniert, die Koalition im letzten Jahr. Also ich möchte mal wissen, was da gut funktioniert hat, denn alle wissen auch außerhalb Berlins, dass in Berlin praktisch nichts mehr funktioniert. Wenn man hier einen Termin beim Bürgeramt bekommen will, wenn man seinen Ausweis verlängern möchte, selbst Sterbeurkunden, Geburtsurkunden, alles staut sich. Es dauert Monate teilweise, bis man einen Termin bekommt. Ja. Das ist Berlin. Und viele Berliner Bürger haben die Nase gestrichen voll von dieser Situation und wollen eine Veränderung. Und dieser Wunsch nach Veränderung wird ignoriert. Also sie benehmen sich wie in einem linksgrünen Kalifat, kann man schon fast sagen, in dem ein heiliger Krieg gegen die Autos geführt wird. Ein Krieg gegen Autos, den überhaupt keiner will. Sie träumen von autofreien Innenstädten oder wollen das Tempo auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzen. Das ist das, was sie wollen, aber was die meisten Leute einfach nicht wollen in Berlin. Aber es kümmert keinen. Ist das noch Demokratie, muss man fragen? Offensichtlich nicht. Die Jarac hält an, also die Grüne, an der Mobilitätswende will sie festhalten. Ja, was bedeutet denn Mobilitätswende? Mobilitätswende heißt Mobilitätsende. Und das will in Berlin, wollen das wirklich nur die wenigsten. Und immerhin muss man ja bedenken, dass zwar die Grünen 18% bekommen haben, aber das ist natürlich nicht Volkes Stimme. Mit ihren grünen Wahnvorstellungen, was sie mit Innenstädten machen. Es gibt ja ein Beispiel in Berlin, das ist die Friedrichstraße. Das zeige ich euch jetzt mal. Die soll zu einer Flaniermeile umgebaut werden. Sieht jetzt so aus. Also so stellt sich ein Grüner eine Flaniermeile vor. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das war mal eine Prachtstraße. Da waren alle möglichen wichtigen Läden, auch große Marken vertreten. Die sind alle abgehauen, die Läden stehen leer, die Friedrichstraße verelendet. Und das verstehen sie dann unter Mobilitätswende und prahlen da mit einer Flaniermeile, also wo da flaniert werden soll. Ist mir rätselhaft. Sie haben so ein paar Bänkchen hingestellt. Schön bunt, muss man sagen. Das ist aber auch schon alles. Und wir haben dann auch noch hier ein anderes Bild vorbereitet. Das zeige ich euch auch mal, wie sich die Grünen die Mobilitätswende vorstellen in Sachen Friedrichstraße.
das ist jetzt hier dieses Bild. Da werden dann so merkwürdige Liegen aufgestellt. Also es lädt ja wirklich zum Verweilen ein, muss man sagen. Aber so stellt sich der Grüne halt die Mobilitätswende vor. Man muss wissen, dass die Friedrichstraße schon mal umdeklariert werden sollte. Da war es auch, war der Verkehr da auch gestoppt. Und dann hat jemand dagegen geklagt. Da musste sie wieder aufgemacht werden. Und jetzt haben die Politik wieder einen Trick gefunden, sie wieder zu schließen und wieder eine sogenannte Flaniermeile zu machen. Ihr seht es ja hier, also es ist wirklich witzig. Und das Resultat ist, dass das auch wieder Millionen gekostet hat. Millionen, die der Steuerzahler zahlt, für eine Aktion, die überhaupt niemand will. Keiner möchte, nur ganz wenige möchten das, und vor allem die Geschäfte in der Friedrichstraße möchten das nicht. So muss man also wirklich sagen, diese ehemalige Prachtstraße Berlin, die ja ein Pendant zum Kuhdamm werden sollte, verelendet regelrecht. Wie gesagt, die allermeisten, ich will fast sagen, 70-80% der Geschäfte sind mittlerweile leer. Das war vor 10 Jahren anders. Und das ist das, was Grüne unter Mobilitätswende verstehen. Genauso wie Energiewende. Energiewende heißt ja praktisch auch Energieende. Man muss es nur richtig interpretieren. Das Ganze rangiert unter dem Motto drangsalieren, schikanieren, abkassieren. Auch was die Parkraumbewirtschaftung in Berlin angeht, die Parkpreise oder so, die Parkraumpreise sind nochmal drastisch gestiegen. Also da, wo sie zulangen können, da machen sie es gerne unter dem Mäntelchen der Mobilitätswende. Aber es ist schon verrückt, wie weit die regierende Elite oder Klasse hier in Berlin tatsächlich also von den Bürgern auf der Straße entfernt ist und sie überhaupt nichts tun, sich irgendwie dem tatsächlichen Bürgerwillen anzunähern. Stattdessen leben sie in sozialistischen, grünen Wahnvorstellungen, wie man Städte verändern kann. Und gerade am Beispiel Berlin und an der Friedrichstraße, was ich euch gerade gezeigt habe, das kann man eigentlich nichts anderes als einen brachialen Akt der Stadtzerstörung bezeichnen unter dem Deckmäntelchen der Mobilitätswende, was immer das auch sein soll. Ganz vergessen diese Politiker dagegen, dass die meisten Leute natürlich in Vorstädten wohnen oder außerhalb Berlins wohnen und auch auf das Auto angewiesen sind. Es kann keine Innenstadt ohne Straßen geben. Es müssen ja noch Läden beliefert werden und der Mittelstand muss beliefert werden, aber soweit denken die ja alle gar nicht. Der Zustand Berlins ist einfach furchtbar, muss man sagen. Ich lebe ja auch hier, sehe es mit eigenen Augen, was in Berlin Mitte gemacht wird. Das Geld wird an allen Ecken und Enden zum Fenster rausgeschmissen. Haften muss hinterher überhaupt niemand. Ich erinnere nur an den Berliner Flughafen. Und es gibt noch einige andere Projekte. Daneben gibt es hier auch in Berlin 2400 Baustellen auf der Straße. Die Stadt ist ein einziges Chaos. Auf vielen Baustellen wird überhaupt nicht gearbeitet. Da wird eine aufgemacht. Da sieht man keinen Menschen, wenn man daran vorbeifährt. Die Konsequenz ist jedoch, dass da Riesenstaus sind und wir teilweise in Berlin durch diese vielen Baustellen einen regelrechten Verkehrsinfarkt haben. Vielleicht ist es ja das, was Grüne wollen. Da haben sie auch ihre Mobilitätswende. Man muss natürlich auch denken, mal darüber nachdenken, woher eigentlich noch das wenige Geld kommt, das hier zum Fenster rausgeschmissen wird. Berlin ist ja die Stadt bekanntlich mit der höchsten Transferquote. 40% leben hier auf Staatskosten. Wenn ich das richtig erinnere, 40%, dann wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft wenig ändern. Und die wählen natürlich die im Senat, wo sie ein paar Euro mehr kriegen oder sonst was. Und denen ist es natürlich auch egal, ob hier noch irgendwie wirtschaftlich was geleistet wird oder nicht, oder ob die Wirtschaft gar wegen Mobilitätswende komplett zerstört wird. Die haben auch keine Autos, die wollen wahrscheinlich auch die Mobilitätswende oder das Mobilitätsende. Also wie das weitergehen soll, ist mir hier
völlig rätselhaft. Aber der größte Skandal ist natürlich, dass die CDU offensichtlich von der Macht ferngehalten wird. Das kennen wir eigentlich nur irgendwie aus Diktaturen, dass der Mehrheitswille eigentlich ignoriert wird. Und das mit sehr fadenscheinigen Begründungen. Also muss man schon sehr weit linksgrün denken, um das nachvollziehen zu können. Ich verstehe auch nicht, dass bestimmte konservative Kräfte hier nicht zum Zuge kommen. Ich verstehe überhaupt nicht, dass die Linke in den Medien so gehätschelt wird. Immerhin ist es ja auch eine extreme Partei, der direkte Nachfolger der SED aus der ehemaligen DDR. Und die können jetzt hier unbehelligt ihr zerstörerisches Werk, ihr sozialistisches Werk sozusagen weiter fortführen mit irgendwelchen sozialistischen Utopien. Die Stadt ist zugrunde gerichtet. Das merkt man an allen Ecken und Enden. Und Schuld daran hat eben gerade diese linksgrüne Politik, beispielsweise Wohnungen. Es wurde festgestellt, dass 75.000 Wohnungen in Berlin fehlen. 75.000 Wohnungen. Und was macht die Politik? Nichts. Hier könnte man ja zum Beispiel auch eingreifen und das Ganze steuerlich incentivieren und den Leuten, die hier Wohnungen bauen, Häuser bauen, steuerlich unter die Arme greifen. So ein ähnliches Projekt gab es ja schon mal zur Wiedervereinigung, aber nichts passiert. Stattdessen Mangelwirtschaft, wo man hinguckt und weil eben alles knapp ist, ähnlich wie im Sozialismus, sagt man, dann müssen wir jetzt die Wohnungseigentümer auch noch enteignen. Das ist hier in Berlin ziemlich en vogue, zumindest wenn man mit linksgrünen Leuten spricht und die Zeitungen aufschlägt, so als wenn die Enteignung von Wohnungseigentümern oder großen Wohnungskonzernen der Schlüssel der Lösung für Wohnungsknappheit ist. Dabei ist sie genau das Gegenteil. Und was ich sagen will, ist, die Politik in Berlin verursacht Probleme, die sie dann mit noch mehr Sozialismus sozusagen lösen will. Die Probleme sind aber durch sozialistische Wahnideen erst entstanden. Insofern sehe ich die Stadt in einem unglaublich Unheil, auf einem unglaublich unheilvollen Weg und vielleicht auch auf einem symbolischen Weg, der ganz Deutschland vorgezeichnet ist, denn nicht mehr der gesunde Menschenverstand, nicht mehr demokratische Grundprinzipien, also unter dem Motto, die Mehrheit muss zumindest eine Regierungsverantwortung haben, nicht mehr liberales Gedankengut und freie Marktwirtschaft, sondern planwirtschaftliche Spiele mit linksgrünen Utopien, die durchgesetzt werden und am Ende dann nicht funktionieren und nur dazu dienen, noch mehr Staat zu fordern, noch mehr Planwirtschaft zu fordern und noch mehr sozialistische Planspiele auf den Weg zu bringen, die das Ganze dann noch weiter verschlimmern. Ich bin mal gespannt, wie das enden soll. Ich sehe überhaupt keine Hoffnung und kann nur appellieren, dass die Machtkleber in Berlin irgendwie dann doch wieder befreit werden und den demokratischen Grundprinzipien folgen. Es sieht aber nicht so aus, denn ich meine, wir wissen ja, dass die meisten Leute, die an der politischen Macht sind, ja auch gar keine Schulabschlüsse haben oder keine, beziehungsweise keine akademischen Bildungsgrad haben. Und die haben einfach Angst, dass sie hinterher selbst auf den leeren Straßen stehen, die sie hier in Berlin selbst schaffen. Die Frage ist natürlich auch, wo irgendwann das Geld herkommen soll, wenn man so brachial gegen die Wirtschaft und gegen die freie Marktwirtschaft vorgeht. Aber diese Frage stellt sich zumindest vorerst niemand. Auch die Medien sind irgendwie klammheimlich damit zufrieden, dass alles so weitergeht wie bisher. Da bin ich sehr gespannt, wie das enden wird. Folgt uns auf Telegram, dort immer offiziell informiert unter MM News offiziell. Dort die neuesten News aus dem Bereich Wirtschaft und Politik.